Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es nochmal um das aktuelle Anti-Cheat-System gehen, welches es derzeit in GTA Online gibt, denn Rockstar Games hat es laut dem Modder FunMW2 vor einigen Tagen auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One verändert. Und diese Veränderung will ich euch nun eben in diesem Video kurz und knapp erklären, so dass ihr eben nicht vom Anti-Cheat-System erkannt werdet. Und dieses System geht eben nicht nur gegen uns Glitcher, sondern wirklich gegen jeden Spieler in GTA Online, der irgendwelche Autos verkauft. Das heißt, wenn ihr Autos verkauft, die ihr euch selber im Internet von GTA Online gekauft habt, dann kann es eben passieren, dass ihr im Cheater-Level hochgestuft werdet und halt vom Anti-Cheat-System erkannt werdet. Und dasselbe gilt natürlich auch für alle Straßenautos. Ich möchte jetzt hier in diesem Video nicht nochmal auf die ganzen Cheater-Level eingehen, die es so gibt, denn das habe ich ja in einem älteren Video bereits mal getan. Das kann ich euch auch gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Aber wenn ihr halt im letzten Cheater-Level angekommen seid, dann könnt ihr nur noch ein Auto alle 30 Stunden verkaufen. Und in diesem Video will ich euch nun eben erklären, wie ihr euch davor schützen könnt. Und deshalb solltet ihr dieses Video hier auch wirklich all euren Freunden zeigen, auch wenn diese vielleicht gar keine Glitcher sind, denn wie gesagt, das Ganze kann jedem passieren. Und ich möchte eben, dass ihr alle geschützt seid. Die erste wichtige Änderung ist, dass ihr ab sofort nur noch ein Auto alle 21 Minuten verkaufen dürft. Vorher war das Ganze ja so, dass das Ganze bei 7 Minuten vorher lag, aber Rockstar Games hat nun eben diese 7 Minuten auf 21 Minuten umgeändert. Und ihr dürft niemals mehr als 8 Autos alle 30 Stunden verkaufen und zwischen jedem einzelnen Autoverkauf müssen wenigstens 21 Minuten Zeit vergangen sein, denn sonst werdet ihr automatisch im Cheater-Level hochgestuft. Natürlich gibt es auch eine Liste mit allen genauen Statistiken, wie viele Autos ihr wann, wo, wie verkaufen könnt, aber ich würde euch ganz einfach raten, verkauft jeden Tag nur maximal 5 Autos und habt immer diese 21 Minuten Wartezeit dazwischen und dann werdet ihr auch nicht vom Anti-Cheat-System entdeckt. Falls ihr aber die genaue Statistik sehen wollt, dann markiere ich euch diese einfach mal unten in den Kommentaren und werde euch diesen Kommentar dann auch anpingen, denn diese hat der gute Glitch Squad erstellt und dafür habe ich ihn auch mal in der Beschreibung unten für euch verlinkt. Des Weiteren gilt, wenn ihr Glitcher seid und ihr duplizierte Autos verkaufen wollt, da muss sich immer dann wirklich ein eigenes Nummernschild drauf befinden, welches ihr euch vorher über die iFruit-App bestellt habt, weil dann denkt das Spiel eben, dass das Auto im Internet selber gekauft wurde. Und wenn ihr eben kein eigenes Nummernschild dort drauf habt, dann kann es eben passieren, dass das Anti-Cheat-System das erkennt und ihr seid dann auch direkt, wenn das Anti-Cheat-System das erkannt hat, im letzten Cheater-Level und dann könnt ihr nur noch ein Auto alle 30 Stunden verkaufen. Also Leute, egal ob ihr nun Glitcher seid oder nicht, verkauft immer nur 5 Autos am Tag und wartet wirklich zwischen jedem Autoverkauf wenigstens 21 Minuten und habt immer ein eigenes Nummernschild auf eurem Auto drauf und schon seid ihr schon auf der sicheren Seite. So, ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt nicht zu kompliziert erklärt, denn ich habe wirklich versucht, das Ganze so einfach zu halten, wie es nur geht und dabei wollte ich euch jetzt auch nicht mit allen Details nerven. Ich wollte euch wirklich eben, wie gesagt, nur eine kurze Faustregel geben, an die ihr euch wirklich halten könnt und wie gesagt, die genauen Statistiken findet ihr unten in den Kommentaren angepinkt. Wer halt mehr wissen will, kann sich das Ganze ja gerne mal in Ruhe durchlesen. Ich bin nun aber mal raus, habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Und sobald es auch neue Informationen zu diesem Thema hier gibt, werde ich diese natürlich dann auch selbstverständlich für euch hochladen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt auch dann schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.